Hallo meine lieben Stempelfreunde, ich bin's wieder, Daniela von Kreativ macht glücklich. Ich habe mir letztens ein Video von dem Stempler angeschaut und da habe ich so eine Explosions-Topbox gesehen. Sowas hier. Ich mache die auch gleich auf mit euch. Dann musste ich die nachbasteln, weil ich die echt toll fand. Allerdings habe ich die ein bisschen abgeändert in den Maßen. Ich mache die jetzt mal auf für euch, damit ihr versteht, worüber ich rede. Wenn man die öffnet, sieht die dann so aus. Fand ich total cool, die Idee. Und ich habe eine Verpackung gesucht für diesen Glücksklee. Und deswegen habe ich mir die Maße komplett abgeändert für meinen Glücksklee und die auch ein klein bisschen in der Zusammensetzung. Ja, im Grunde genommen ist es die gleiche Box, nur mit komplett anderen Maßen. Und da habe ich gearbeitet mit dem neuen Mohnblüten-Set. Diesen hier, das kennt ihr bestimmt, Painted Poppies. Das ist ja so ein wunderschönes Set, momentan im Frühjahr-Sommerkatalog. Im Mini-Katalog. Ich muss mich da noch umgewöhnen, das heißt jetzt Mini-Katalog. Entschuldigt bitte. Ja genau, und da habe ich gedacht, Mensch, die könnte ich euch ja mal zeigen. Dann habt ihr einmal eine hohe Variante, wie gesagt, der Stempler. Tim Lauer heißt, der macht übrigens ganz tolle Videos. Schaut mir sehr gerne an. Und hier habt ihr dann mal eine etwas niedrigere Variante. Denn die ist schon recht hoch, aber seine war noch höher. Die war mir dann fast zu hoch. Aber je nachdem, was man verpacken möchte, kann man ja die eine oder die andere Variante dann nachbasteln. Die ist jetzt im Gesamtmaß 15 cm hoch und 6,7 cm breit. Also breit und tief, die ist quadratisch. Dass ihr das schon mal wisst, also 15 cm in der Gesamthöhe. Und jetzt, damit ihr auch, je nachdem, was ihr verpacken möchtet, wisst, wie hoch das ist. Das habe ich jetzt vergessen, mir zu notieren. 5,2. Aber ihr habt hier auch immer noch ein bisschen Luft. Na, es geht auf. Ja, also es sieht nicht schön aus, wenn das so ganz nah aneinander ist, aber es wird auch noch was reinpassen, was ein bisschen höher ist. Bei mir rutscht sie jetzt auch ein bisschen, habe ich übrigens erwähnt, das ist ein Glücksklee von Teddy. Ich glaube, ein Euro oder so hat der gekostet, fand ich total süß. Aber ich wollte noch was anderes darin verpacken, ich wollte da ein bisschen flexibel sein, deswegen habe ich das Maß so gewählt, dass da auch noch was anderes reinpassen würde, nicht nur ein Glücksklee. Genau, und die wollte ich jetzt heute mit euch nachbasteln. Ihr benötigt dazu, wo tun wir die denn hin? Stellen wir mal hier rüber. So. Ihr benötigt dazu zwei DIN A4 Bögen. Ich habe hier Blutorange gewählt. Und zwar braucht ihr für diese Topbox, also quasi für diesen Teil hier erstmal, benötigen wir ein Teil in 27,8 cm auf 15 cm und damit beginnen wir. So, jetzt benötigen wir unseren Papierschneider und wir legen uns das jetzt an der langen Seite. So, und dann wird das bei 6,7 cm gefalzt. Und auch hier wieder bei dem neuen Papierschneider schön fest falzen. Also ich tue jetzt x-mal falzen, weil ich bin da noch nicht ganz so dran gewöhnt. 13,4. Dann bei 20,1. Ich hoffe, ihr seht es jetzt im Bild. Und bei 26,8. So. Jetzt dreht ihr euch das Ganze. Das ist jetzt, also hier oben ist jetzt die 1 cm Falz. Das ist nach unserer Klebelasche und wir haben jetzt vier Teile in 6,7 cm. Und es ist jetzt eigentlich egal, ob die Klebelasche jetzt oben ist oder unten. Ihr tut das jetzt einfach nochmal falzen bei 6,7 cm. Und dann sieht das Ganze so aus. Die Kamera will gerade nicht.
sieht man schlecht. Den Papierschneider mal auf die Seite. Jetzt sieht man es, glaube ich, genau. So sieht das Ganze jetzt aus. Ihr habt jetzt hier oben quasi vier quadratische Teile und hier sind sie rechteckig. Und jetzt müsst ihr das Ganze noch zurechtschneiden, denn das ist jetzt quasi genau dieser Teil. Das hier ist der lange Teil und hier oben sind die quadratischen Teile. Das heißt, wir brauchen hier keine Klebelasche. Das heißt, wir schneiden das ab. Das benötigen wir nicht. Und jetzt schneiden wir das hier auf komplett ein. Wie gesagt, aufpassen, nur der quadratische Teil, also der, wo 6,7 breit ist, der hier nicht. Wenn ihr es andersrum macht, dann ist das die falsche Seite gewesen. So, und da das hier die Klebelasche ist, tun wir hier das nochmal einschneiden. Und dann sieht das nachher so aus. Jetzt können wir das einmal komplett mit dem Falzbein nochmal nachziehen. In jeder gefalzten Linie. Und die oberen nach außen, weil die sollen sich ja nachher aufklappen. Und natürlich noch die Klebelasche. So, dann würde ich sagen, bevor wir das jetzt verzieren, lege ich das mal auf die Seite und wir machen mal weiter mit dem Grundteil. Das ist dann dieser Teil, wo nachher unser Geschenk reinkommt. Das hat ein Maß von 16,9 cm auf 16,9 quadratisch. So, ich muss immer mal wieder einen Schnitt reinsetzen, weil ich es mit der Kameraeinstellung immer noch nicht so habe. Also dieses Teil tun wir jetzt ringsherum falzen bei 5,2 cm. So. Jetzt habe ich das ringsherum gefalzt und das ist dann wieder die Grundbox und das hier außen sind die Klebelaschen. Das heißt, wir schneiden das komplett einmal ein. Da das hier eine Klebelasche ist, tun wir hier die Ecken wieder ab und die hier unten noch ein bisschen kürzen. Jetzt komplett mit dem Falzbein nachziehen. Hier ist es jetzt egal wie rum. Ich mache das jetzt mal ein bisschen schneller, weil das gibt allgemein schon wieder ein längeres Video. So. Und jetzt wird das einmal so zusammengeklebt. Dann nehme ich mir den Tombow dazu. So, guck mal gerade mal. Und da passt der Glückskäse schon wieder rein. So, das ist dann fertig, dieser Teil. Das können wir uns dann auf die Seite tun. Jetzt hole ich mir das hier nochmal. Jetzt können wir nämlich schon anfangen mit dem Ausdekorieren.
Ihr benötigt dazu ein Stück Designerpapier bzw. vier Teile in 6,2 auf 7,8 cm. Das sind diese vier Teile und vier Teile in 6,2 auf 6,2 cm für hier oben. So, das könnt ihr dann euch so zurechtschneiden, wenn ihr zum Beispiel so ein Papier nehmt. Irgendetwas, was kein fortlaufendes Muster hat, da könnt ihr dann auch schön Reste verwenden. Wenn ihr natürlich ein DSP wählt wie dieses hier, das ist das Designerpapier Mondblütenzauber aus dem aktuellen Mini-Katalog. Da solltet ihr dann natürlich darauf achten, dass es ein fortlaufendes Muster ist, zumindest in der Höhe. Wobei ich finde es auch schön, wenn es ringsherum so ist. Deswegen habe ich das jetzt so gemacht. Das nehme ich jetzt mal weg. Das ist jetzt für diejenigen, die kein fortlaufendes Muster haben. Für diejenigen, die das mit dem Papier machen möchten oder mit einem anderen Muster, das einfach so fortlaufend ist. Wie gesagt, dieses Maß. Und dann schneidet ihr euch das so, also längs runter. Natürlich jetzt nicht so rum, sonst habt ihr den Zweck auch wieder verfehlt. Also an der langen Seite anlegen und dann vier Teile in 6,2 cm daraus schneiden. Eigentlich hätte man sich einen Schritt sparen können und den Schritt, den ich jetzt mache, vorher machen können, aber ist Wurst. Jetzt schneidet ihr euch das Ganze nochmal. Also so haben wir jetzt das Papier und jetzt legen wir uns das so zurecht und tun das nochmal bei 6,2 cm schneiden. So, und jetzt haben wir ein Teil in 6,2 cm auf 6,2 und ein Teil in, ich habe es mir notiert, in 6,2 auf 7,8, genau. Und zusammen könnt ihr das dann so aufbringen. Machen wir das mal schnell zu und habt dann hier einfach dieses fortlaufende Muster. So, ich lege mir das jetzt zur Seite. Schneide mir noch schnell die anderen zurecht. Damit die hier aus dem Weg sind, kleben wir die doch gerade direkt mal auf. Das mache ich auch wieder mit Tombow. Natürlich nochmal schnell überprüfen, ob es auch stimmt. Nicht, dass ich das jetzt noch falsch rum aufklebe, sonst wäre dieser Schritt umsonst gewesen. So, ich habe jetzt alle Designerpapiere aufgeklebt. Sieht das Ganze so aus. Das wird natürlich nachher noch so zusammengeklebt. Das machen wir jetzt aber noch nicht, denn jetzt machen wir noch den Inhalt. Ich weiß gar nicht, ob ich euch das vorhin ausführlich gezeigt habe. Das kann ich aber gerne jetzt nochmal machen. Also hier habe ich die Akzente Mondblütenzauber verwendet, die sind auch im aktuellen Mini-Katalog. Und das hier habe ich gestempelt mit dem Stempelset Painted Poppies, das habe ich euch ja vorhin schon mal gezeigt. Und dafür habe ich einfach nur diesen Stempel und diesen Stempel hier verwendet. Und das machen wir jetzt auch nochmal zusammen. Ihr braucht für den Hintergrund hier fünf Teile in 6,2 cm auf 6,2. Ich habe mir natürlich vier schon vorbereitet, damit das hier nicht so lange geht. Und das eine mache ich mit euch zusammen. Da hole ich mir jetzt noch ein Stück Kopierpapier dazu. Das hatte ich natürlich schon vorbereitet. So. Ich nehme hier, wie gesagt, diesen Stempel. Dann nehme ich mir mein Memento-Stempelkissen dazu. Ich glaube, jetzt bin ich wieder zu nah. So ist das, glaube ich, auch noch erkennbar für euch. Stempel ich mir das ein. Und jetzt tue ich nur den oberen Teil davon stempeln. Also, dass es nachher so aussieht, wirklich nur den oberen Teil der Mondblüten. Deswegen das Kopierpapier. Und das mache ich dann einmal ringsherum.
das war's schon. Beziehungsweise die Sprüche machen wir gleich. Den machen wir mal schnell sauber. Ganz wichtig. So, und jetzt habe ich mir mit Blutorange diesen Stempel hier genommen. Und da nehme ich aber nicht den ersten Abdruck, sondern den zweiten Abdruck. Das heißt, ich stempel einmal ab und tue mir hier in die Mitte so einen Klecks stempeln. Stempel nochmal ab und tue mir jetzt hier ringsherum diese Kleckse hier noch bei den Mohnblüten stempeln. Auch immer den Zweitabdruck, sonst wird es zu kräftig. So. Und die Mohnblüte selber, die tue ich jetzt mit dem Stampin' Blend noch ein bisschen ausmalen. Kann ich euch noch mal ein bisschen näher nehmen. Denn ich tue die gar nicht komplett ausmalen, ich tue da nur so ein bisschen drüber. Weil das ist auch von der ganzen Serie mit den Mohnblüten so ein bisschen das Thema, dass es gar nicht so perfekt ausgemalt ist. Also einfach nur so ein bisschen drüber wischen. Und hat nachher einen richtig schönen Effekt als dieses Perfekte. Da habe ich übrigens jetzt den Blend in Blutorange hell. In einem dunklen Ton war es mir dann doch zu grell. Hat sich gereimt, gell? So, und jetzt nehme ich mir meinen Wink of Stella noch dazu. Und tue das einfach hier noch ein bisschen beglitzern. Das ist einfach so ein Touch, ein leichter Schimmer, den total gerne. Letztens festgestellt, dass ich den lang nicht mehr benutzt habe. Dabei ist der so toll. So. Und ich weiß nicht, ob ihr das in der Kamera erkennen könnt, wie schön der schimmert. Doch, hier sieht man es jetzt. Also es ist nicht, dass es enorm glitzert, es ist einfach so ein schöner Schimmer. So, und davon haben wir jetzt 5 Stück. Kann ich, glaube ich, nochmal zurückgehen. Denn ich habe das auch noch auf den Deckel gemacht. Da hätte man jetzt eigentlich auch noch einen Spruch drauf stempeln können. Das mache ich jetzt auch noch, nur habe ich das zu spät gemerkt und da hatte ich ihn schon draufgeklebt. So, hier habe ich jetzt den Stempel verwendet. Ich bin immer verblüfft, aber nie überrascht davon, wie lieb du bist. Fand ich einen tollen Spruch. Den habe ich aus dem Stempelset. Blumige Überraschung. Das ist ein Set, das es momentan als Celebration Prämie gibt. Und den Stempel Freundinnen sind wie Schuhe. Mit den richtigen fühlt man sich wohl. Das ist aus dem Stempelset Wahre Klasse. Das ist im aktuellen Frühjahrsmini drin. Genau, die tue ich mir jetzt aufstempeln. Dann habe ich nachher nochmal einen, aber ich will euch jetzt nicht durcheinander bringen. Stempel ich mir den erstmal auf für innen. Man könnte jetzt natürlich auch was zum Thema Geburtstag nehmen. So, und den tue ich jetzt einfach hier so drauf. So, die Sprüche habe ich jetzt mal schnell ohne euch aufgestempelt und habe das Ganze auch schon auf unser Projekt aufgebracht. Das Einzige, worauf ihr da achten müsst, ist, dass ihr die Elemente, auf denen ein Spruch ist, quasi auf dem Kopf aufklebt. Also, damit ihr das hier nochmal seht zum besseren Verständnis, wenn ihr das nachher hier zusammenklappt und dann öffnet sich die Box ja nachher so und dann möchten wir ja, dass man den Spruch dann quasi so schön ablesen kann und sonst stände der quasi auf dem Kopf. Denn das ist ja der Innenteil der Box und das ist ja der äußere Teil. Genau, jetzt kann man entweder das schon zusammenkleben und dann die Deko aufbringen. Ich glaube, das mache ich auch so, aber ich lege das jetzt nochmal zur Seite und zeige euch nochmal die Elemente, wie ich die jetzt noch koloriert habe. Das sind ja die Accessoires Mohnblütenzauber. Da gibt es ja einmal diese ausgestanzten Teile, die sind dann nochmal embossed auf Pergamentpapier. Mal eins raus. So. Die sind richtig toll und da wollte ich euch zeigen, wie ich die jetzt koloriert habe. Das
eigentlich total easy. Gibt es dann nämlich auch noch die auf Aquarellpapier. Die habe ich jetzt nicht verwendet. Und dann haben wir eben noch diese Teile hier. Die habe ich ja auch mitverwendet. Es gäbe dann natürlich auch noch solche Bordüren oder Tags, wo man dann noch einen Spruch draufstempeln kann oder embossen kann. Das könnte man zum Beispiel für den Deckel hier verwenden. Ist auch total schön. Aber mir wird das jetzt dann zu viel. Deswegen lasse ich das, nur dass ihr das auch mal gesehen habt. So, ich nehme mir jetzt hier einfach, also die habe ich ja alle schon vorbereitet, sonst geht das noch länger. Ich nehme mir aber jetzt einfach hier so ein Blatt. Dann nehme ich mir auch wieder mein Schmierpapier dazu und mein olivfarbenes Stempelkissen. Die Blätter habe ich nämlich in Olivgrün gemacht. Und das kennt ihr sicher schon, wenn ihr hier einmal so drauf drückt, dann habt ihr hier im Deckel die Stempelfarbe drin. Und dann habe ich meinen Aquapainter dazu genommen. Hol mir die Farbe hier so raus. Und jetzt müsst ihr nur aufpassen, dass ihr natürlich auch die Seite habt, die embossed ist. Das sieht man manchmal ganz schlecht. Hinten ist es dann ein bisschen matter, vorne ist es glänzender. Daran erkennt ihr das. Jetzt gehe ich mal ein klein bisschen näher, dass ihr das seht. Dieses mini kleine Blatt kennt man nämlich kaum. Na? So. Und jetzt gehe ich einfach hier so rüber. Das war's schon. So, mit nicht allzu viel Wasser. Dann nehme ich mir da einen Zeber. Tupfe das ab. Und damit es ein bisschen kräftiger wird, gehe ich dann nochmal drüber. So, dann haben wir das hier schon fertig. Die anderen Teile, die tue ich mir jetzt nochmal auf die Seite. Die brauchen wir nämlich jetzt gleich für diese Deko. So, jetzt möchte ich euch noch schnell zeigen, wie wir die Deko hier innen jetzt noch machen. Also das ist total einfach. Da braucht ihr jetzt 2 bis 3 Teile in 8,6 cm auf 1,5 cm. Und dann wird die jeweils, also eins habe ich natürlich schon fertig, eins zeige ich euch schnell, das ist total einfach, wird das auf beiden Seiten gefalzt bei 1 cm. Das sind danach unsere Klebelaschen. So, und das war's schon. Dann habe ich mir die hier mit beidseitigem Klebeband noch versehen. Also ich habe jetzt nur 2 genommen, das hat mir gereicht, weil ich tue ja hinten an die Box, tue ich das hier hinten noch ankleben, dann habe ich hier 2-mal diese Teile und mir reicht das. Man kann natürlich auch 3 machen, je nachdem, wie ihr das haben wollt. So, jetzt tun wir das einmal noch mit dem Falzbein nachfalzen. Und jetzt könnt ihr natürlich diese Teile schon bekleben, wenn ihr das wollt. Ist, glaube ich, einfacher als... Das spielt keine Rolle, ihr könnt das auch später erst machen. Braucht ihr manchmal auch einfach ein bisschen ein Gefühl dafür, wie man das arrangiert. Aber da ich ja jetzt schon weiß, wie ich das mache, mache ich das jetzt schon. Ist dann nicht so viel Fummelarbeit. Hierzu nehme ich auch wieder Glue Dots. Bringe die ein bisschen weiter oben auf, also nicht so weit unten, dass die auch schön hochstehen. Ich tue hier auch nochmal ein bisschen so ein Blatt dazu. Thank you.
die Seite. Jetzt können wir unsere Box schon zusammenkleben. Das kennt ihr sicher auch schon. Upsala. Ich nehme hierfür auch wieder Tombow. Ihr könnt natürlich auch doppelseitiges Klebeband verwenden. Dann klappt ihr die einmal so zusammen. Upsala. Kurz warten, bis es anzieht. Gerne mal mit dem Falzbein drüber. So. Und dann haben wir hier unser fertiges Element. Jetzt klebe ich mir hier noch meine, wie heißt denn das, Balken. Ja, und das ist natürlich ziemlich fisselig, so ein kleines Teil mit solchen Fingernägeln hier abzuziehen. Deswegen habe ich hier meinen Piekser. Also ihr nehmt dann wahrscheinlich euren Aufhebhelfer. Der hat ja auch so eine Spitze, wo man das abziehen kann. Ich habe hier noch mein Papierlochwerkzeug. Das gibt es leider nicht mehr, aber es war mein Lieblingstool. Und man ist ja Gewohnheitstier. So, und jetzt klebt ihr euch das einfach hier so ran. Und das gibt der Box danach auch noch ein bisschen Stabilität. Müsst ihr halt gucken, dass es einigermaßen gerade ist. Ich glaube, bei mir ist das jetzt nicht ganz gerade. Das gleiche hier nochmal. Also die Deko ist ja sowieso immer das, was meistens am längsten dauert. So, jetzt tut ihr das so ein bisschen gerade ziehen. Sonst verzieht es euch ja nachher die Box, wenn es schief ist. So wie mir jetzt minimal. Nein, jetzt passt's. Und durch den Aquarelleffekt verbiegen sich die Elemente ein kleines bisschen, aber ich finde, das ist ja gerade der Look davon. Also wenn man das nicht mag, dann kann man auch einfach nur mit diesen Elementen arbeiten. Sieht man jetzt natürlich schlecht. So, und jetzt habe ich hier auch nochmal einfach am Rückteil die restlichen Elemente angebracht. Die dürfen dann auch gern ein bisschen weiter hochstehen, dürfen dann auch schön auffallen. Da habe ich natürlich dann die höchsten Elemente, also die weniger hohen sind vorne und die höheren hinten. So, ein bisschen versetzt. Hier habe ich dann einfach auch noch mal so eine Blüte drüber, dass die nicht ganz so nackt darum stehen. Hier machen wir auch noch ein Blatt dazu. Jetzt gucke ich gerade mal, jetzt habe ich gar kein großes Blatt mehr. Dann halt so ein kleines Blättchen. Dann ist dieser Teil fertig. Jetzt brauchen wir nur noch einen Deckel. Das geht jetzt relativ schnell. Also die ist auch ein bisschen straff, aber wie gesagt, deswegen haben wir nachher unsere Schleife drum, weil sonst wird das unten gleich rausploppen. Für den Deckel brauchen wir jetzt noch ein Teil in 11,9 auf 11,9 cm. Jetzt nehmen wir uns nochmal unseren Papierschneider dazu. Und jetzt wird das einfach ringsherum bei 2,5 cm gefalzt. Jetzt schneiden wir das Ganze wieder ein, genau gleich wie bei unserem Boden. So, jetzt können wir eigentlich unser Teil hier schon aufbringen. Diesen Spruch, Freunde sind die Blumen im Garten des Lebens. Also das hat mir
auch sehr gut gefallen. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Sieht es bei euch auch immer so schlimm aus, wenn ihr am Basteln seid? So. Diesen Spruch aus dem Stempelset Geheimnisvoller Garten. Der ist auch im Frühjahrsmini. Und ja, den fand ich passend dazu, weil bei dem Stempelset Painted Poppies sind ja keine Sprüche dabei. Das heißt, irgendwoher musste ich mir jetzt meine Sprüche zusammensammeln. Und den habe ich jetzt auf unser fünftes Element vorhin auch einfach noch drauf gestempelt. Das gebe ich mir jetzt mit Tombow auch noch oben drauf. Also in der Regel mache ich da noch eine Mattung hinten dran. Aber da das Ganze jetzt nicht so groß ist, habe ich das jetzt mal so gelassen und gebe das einfach ohne Mattung so auf. Gucken, dass ihr da mittig seid. So. Und wenn das klebt, können wir das wieder ringsherum falzen. Man könnte das Teil natürlich auch nach dem Falzen aufbringen. Das könnt ihr machen, wie ihr möchtet, wie euch das lieber ist. Hier habe ich wieder nicht fest genug gedrückt beim Falzen. So. Und jetzt könnt ihr euch das Ganze zusammenkleben und dann haben wir schon unseren Deckel. Hierfür nehme ich auch wieder mein Tombow. Ein bisschen warten, bis das anzieht. Bisschen zu viel genommen. Können wir das schön so runterklappen. Kurz andrücken. Schauen, dass wir bündig sind. Und jetzt gehe ich da auch noch mal mein Falzbein drüber, dass sich das Kleber richtig schön mit dem Karton verbindet. Und dann sind wir schon durch mit unserer Box. Hier haben wir jetzt unseren Glücksklee, unsere Grundbox, unseren Topper obendrauf. Dann kommt jetzt nur noch der Deckel drauf. Auch relativ straff, damit es hier nicht alles so einknickt. Und jetzt muss man natürlich da sich noch eine Lösung überlegen, weil wenn man die jetzt hochhebt, dann bleibt ja quasi unser Unterteil hier unten hängen. Deswegen habe ich mir, wie gesagt, hier ein Stück Band genommen. Dieses Band gibt es nicht mehr. Das war im letzten Herbst-Winter-Katalog in der Halloween-Serie dabei, aber da könnt ihr natürlich auch ein anderes Band nehmen, beziehungsweise gibt es zu der Serie ja auch noch ein wunderschönes Band, wie heißt denn das? Das Saumband in Knitteroptik in Weiß. Also das würde natürlich auch passen, nur ich fand natürlich die Kombi in Schwarz mit Blutorange so schön und das tue ich jetzt einfach noch hier so drumherum binden, bisschen straffer, Schleife drum. Schleifen binden im Video. So, und fertig ist unsere Geschenkbox. Ich hoffe, euch gefällt die Box. Vielleicht bastelt ihr es mal nach. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann würde ich mich darüber freuen, wenn ihr das tut. Aktiviert auch gerne die Glocke, denn dann werdet ihr sofort benachrichtigt, wenn ich wieder ein neues Video hochlade und verpasst auch keine neuen Videos mehr von mir. Ihr findet mich auch auf Instagram, kreativ-macht-glücklich, glücklich, blende ich euch alles unten ein. Und da freue ich mich natürlich auch, wenn ihr mir auf Instagram folgt oder mir einfach auch mal in die Kommentare schreibt, was ihr gerne sehen möchtet. Und ja, darüber würde ich mich riesig freuen. Und dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, bleibt kreativ, eure Daniela.